Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Tour von Tour in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tour von Tour, das Ganze im März 2019 erschienen. Die Box habe ich euch hier bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Jawohl, wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Genre Deutschrap. So sieht das Ganze aus. Bevor wir die Folie abmachen, haben hier rechts noch einen Sticker, der sich hier fast über die gesamte Länge zieht. Und zwar haben wir hier oben einen Barcode, dann lesen wir in unterschiedlichen Schriften Tour, dann lesen wir hier Groove Attack und Chimperator, also Chimperator das Label, Groove Attack der Vertrieb, dann hier diverse Symbole und hier zum Abschluss gibt es dann noch die Tracklist. Jawohl. So, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. So, jetzt hat sich auch der besagte Sticker verabschiedet. Und so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier ein schwarzes Cover und nur einen einzelnen Strich hier, so eine Linie. Und das sieht so aus wie eine Tonspur. Ja, viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Es ist generell das Artwork hier in dieser Tonspuroptik gehalten. Hier auf der Seite in weiß und schwarz. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch diverse Tonspuren, die hier waagrecht und senkrecht verlaufen. Also wenig zu lesen, aber dafür eben einiges fürs Auge. Und unten rechts haben wir dann auch noch einen Barcode. Dies ist hier allerdings nicht aufgedruckt, sondern mit einem Sticker angebracht. Gut, wir schauen mal hinein. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also links haben wir eine graue Fläche und darin befinden sich dann zwei Quadrate. Das eine sieht aus wie Meerwasser und rechts sieht aus wie ein Häuserblock. Und auf der rechten Seite haben wir dann Tour abgebildet, wie man es kennt, in Schwarz-Weiß. Und die einzelnen Tracks inklusive der Länge. Also hier rechts ist dann vermerkt, wie lang der einzelne Track geht. Hier haben wir dann die 12 Tracks, 3 pro Vinylseite und wir haben auch das Feature vermerkt. Jawohl. Meines Wissens waren es ja 2 Features, aber hier ist in diesem Fall nur eines angeführt. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Also einmal die erste Vinyl. Die kommt hier. Das sieht nach wilden Flammen aus, auch in schwarz-weiß gehalten. Hier in der Mitte wieder eine schwarze Tonspur. Und das ist die Rückseite. Also das dürfte wohl der junge Tour sein, der uns hier entgegenblickt. Und dann sieht das aus, als wären hier irgendwie Lichtstrahlen vom Wasser gebrochen. Jawohl. Dann kommen wir zur Vinyl. Die sieht dann so aus. Also hier zwei schwarze Tropfen auf weißem Untergrund. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Also keine Tracks oder keinerlei Infos hier vermerkt zu den einzelnen Liedern, die sich auf den Seiten befinden. Und wir erinnern uns, diese Formen hier, also die wir hier sehen können, hier und auch das mit den Tropfen, das kommt bekannt vor, denn wenn wir noch einmal ganz kurz die Folie hernehmen, genau, hier hatten wir die. Also diese 4 Symbole hier, die finden wir jetzt auf den Vinyls vor. Dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Die sieht so aus. Hier haben wir einmal Tour im Wasser. Sieht so aus, als wäre er gerade hineingesprungen und würde gerade absinken. Und jawohl, das habe ich gesucht. Auf der Rückseite haben wir jetzt schlussendlich dann doch die Infos. Also wir haben hier 12 Tracks nebeneinander aufgelistet mit den Infos, wer daran beteiligt war. Okay. Und hier zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album. Sehr schön. Die Vinyl sieht dann so aus. Das ist die eine Seite und das ist die zweite Seite.
Also ganz klassisch die beiden Vinyls gehalten in Schwarz. Dann packen wir auch die mal wieder zurück. Und wir haben zusätzlich zu den beiden Vinyls in der hinteren der beiden Taschen haben wir dann auch noch eine CD. Die ist sehr minimalistisch gehalten, denn sie kommt hier in einer Klarsichthülle, ganz schlicht. Und die CD ist auch in Silber. Wir haben hier einzig diese weiße Tonspur, um eben zu sehen, dass das hier die Oberseite ist und das hier die Unterseite. Aber ansonsten hier alles glatt in diesem Silber, in dieser klassischen CD-Optik gehalten. Also wie gesagt, hier bei der CD wurde sehr minimalistisch gearbeitet, sowohl was die Hülle als auch die CD an sich befindet. Und hier haben wir dann nochmal das Album eben auf CD. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte CD mit dem Album, mit den 12 Tracks. Dann natürlich die beiden Vinyls. Einmal, zweimal, jeweils drei Tracks auf den jeweiligen Seiten, also auf den vier Seiten verteilt. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Tour von Tour. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Tour unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.